Moin, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich bin wieder hier und diesmal habe ich wahrscheinlich das teuerste Objekt, was ich euch in den letzten Jahren vorgestellt habe oder im letzten Jahr vorgestellt habe, habe ich jetzt hier. Und zwar mein neues Smartphone, was dieses, womit ich gerade mich selbst filme, ablösen wird. Und zwar das iPhone 7 Plus in der 128 GB Version. Das wollen wir heute mal ein bisschen auspacken. Und hier, das werden wir uns auch in der nächsten Zeit definitiv verstärkt angucken. Also, fangen wir an, gleich nach dem Intro. So, dann fangen wir mal an. Wenn wir jetzt erstmal auspacken, oder wir gehen gucken erstmal, wie jetzt hier alles draufsteht. Hier ist natürlich das Smartphone, wie man sieht, in mattschwarz. Ich wollte das mattschwarze auch haben. Dann steht iPhone, der Apple, iPhone, der Apple. Die Verpackung ist schon leicht offen. So, dann gucken wir mal hier. Ich hoffe, der Fokus kann das alles so ein bisschen einfangen. 128 GB, etliche Blabla-Nummern und hier unten nochmal ein Zahlencode. Und hier steht es auch nochmal. iPhone 7 Black 128 GB. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich die letzten Stunden darauf eigentlich gewartet habe, dass ich hier endlich alles aufgebaut hatte wieder, um das hier jetzt zu tun. Wie wir sehen, Design by Apple California. Ich sehe schon, aber wir gucken erstmal. Ha. Wir haben die Apple-Aufkleber in weiß. Was haben wir hier noch? Ach, diverses Klopapier. Die SIM-Nadel werden wir uns mal noch gleich hervorholen. Die brauchen wir gleich im nächsten Video, weil wir werden hier nur ein kleines Unboxing machen und die Einrichtung und alles andere gucken wir uns natürlich im nächsten Video an. So, packen wir das erstmal wieder alles ein. Wir wollen uns heute wirklich komplett über das Unboxing hier vergnügen, befreuen, wie auch immer. Und deswegen machen wir auch gleich weiter und morgen oder übermorgen kommt dann auch gleich die Ersteinrichtung. Das Rausheben ist auf jeden Fall ultra geil. Ist auch gleich schön. Hier sind die Kopfhörer. Sieht fast so aus, als wenn es die neuen iPads, ach wie auch immer, die kabellosen sind. Sind aber die Kabel gebunden. Und hier ist nochmal der Ersatzstecker für auf 3,5 mm Klinke, weil das Gerät hat ja keinen 3,5 mm Klinkeneingang. Beim Ladekabel, das ist dann noch extra eingepackt. Ja, der ist wirklich noch extra eingepackt. Das werden wir mal rausschieben, weil ich möchte wissen, mit wie viel das Gerät jetzt lädt. Ja, ist nichts zu erkennen. Ich glaube, das Ladegerät lädt um den 1 Ampere herum. Das soll nicht wirklich schnell gehen. So, ich habe ja auch schon einige Videos gesehen dazu. Das lassen wir auch erstmal. Dann haben wir hier das Lightning-Kabel. So, und das war es schon. Der Rest ist alles leere Verpackung. So, dann kommen wir jetzt mal schon zum schönsten Moment, wenn es darum geht, Smartphones auszupacken. Wir gucken nochmal. Noch glänzt es, weil die Folie noch überall drauf ist. Und gleich ist der Moment soweit. Ich werde mal anfangen, die Folie abzuziehen. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Das ist der schönste Moment gerade. So, jetzt ist es keine 1000 Euro mehr wert. Wir gucken uns das Smartphone jetzt mal richtig an. Die ganzen technischen Daten und alles. Wir fangen mal vorne an, würde ich mal so sagen. Wir haben natürlich ein 5,5 Zoll Display mit 1920 mal 1080. Das ergibt eine PPI von 401 PPI. Das ist Wahnsinn. Das ganze Gerät ist natürlich IPS 67 zertifiziert. Gegen Staub- und wasserdicht. Also spritzwasserdicht. Ich werde damit mit Sicherheit nicht baden gehen, weil ich möchte es nicht herausfinden, ob es auch wirklich stimmt. Die Frontkamera hat 7 Megapixel, haben wir Frontkamera. Und natürlich auch werden wir uns auch in späteren Videos auch noch die Kamera genauer angucken. Wir drehen das Gerät jetzt mal um und gucken uns jetzt nochmal von hinten. Fangen wir mal oben an. Zwei 12 Megapixel Kameras, die auch in Videos in 4K aufnehmen werden. Deswegen werde ich das auch bald als Kamera mit einsetzen. Das eine ist eine Weitwinkelkamera und das andere ist eine Telekamera. Also haben die beide zwei Funktionen da. Dadurch erreicht die einen zweifachen optischen Zoom. Die Blende beträgt beim Weitwinkel 1,8 und beim Tele 2,8. Was natürlich, also 1,8 ist wirklich sehr lichtstark. Dann haben wir auch noch den LED-Flash, das ist ja ganz klar. Wir haben hier unter ein 2900 mAh Akku soll es sein, ob es hundertprozentig ist. Ich habe eben gerade noch mal ganz schnell nachgegoogelt. Ich habe keine direkten Daten jetzt gefunden, die hundertprozentig das bestätigen können. Aber wir gehen mal erstmal davon aus, dass das wirklich so ist. Dann gehen wir weiter. Wir haben 3 GB RAM und 128 GB Speicher, also ROM.
Dann haben wir auch noch den A10 Fusion Chip mit 2,34 GHz. Das ist ein Quad-Core, wo aber, ja, was ganz besonders betaktet ist, zwei sind Hardcore-Kerne, also wirklich für starke Leistung, und zwei sind Energiesparkerne praktisch. Also das ist so ein bisschen komisch und auch ein bisschen komisch beschrieben. Ihr könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das besser wisst. Wir können uns nochmal kurz das Gerät angucken. Auf der linken Seite haben wir natürlich Laut- und Leiser-Taste, natürlich perfekt verarbeitet, so wie es von Apple ist. Dann haben wir hier die Mute-Funktion, um das Telefon schnell zu muten. Oben haben wir natürlich nichts, obwohl hier auch ein 3,5 mm Klinkeneingang eigentlich reingepasst hätte, muss ich jetzt ehrlich sagen. Dann haben wir hier natürlich den An- und Ausschalter. Untenrum haben wir den SIM-Karten-Slot, wo ich die SIM-Kartennadel noch gleich für brauche. Dann haben wir die Lautsprecher und das Mikrofon und natürlich auch den neuen Home-Button, was eigentlich gar kein richtiger Button ist, der aber trotzdem so reagiert. Natürlich ist das ganze Gehäuse auch aus Metall, ein komplett mit Metallgehäuse und von der Verarbeitungsqualität natürlich sehr, sehr hochwertig. Wenn man schon 1000 Euro ausgibt, muss man auch sagen, dann möchte ich aber auch so ein hochwertiges Gerät nun mal auch haben. Muss ich auch dazu sagen. So Leute, das soll es aber jetzt schon gewesen sein von dem Unboxing. Schreibt mir auch gerne unten rein, was ihr noch für Videos sehen wollt, was ich gerne testen soll. Schreibt mir das unten rein. Ich teste es, außer natürlich, wenn es darum geht, das iPhone zu zerstören. Also schreibt mir gerne unten rein, was ihr noch für Videos darüber sehen wollt, über das iPhone. Und hier rechts und links kommt ihr zu meinen beiden anderen Kanälen. Und in der Mitte von mir ist nochmal ein Video für euch. Also, bis die Tage.